Als nächstes hören wir jetzt Johannes Kröger, der uns was über einen innovativen Kompressionsalgorithmus für Rasterdaten erzählt, damit wir doch unser Raster noch viel kleiner und schneller kriegen und noch viel schneller verarbeiten können. Genau, vielen, vielen Dank. Genau, es muss nicht immer die Cloud sein, auch wenn es durchaus umso spannender ist. Man kann die Daten oft sehr schön klein vorprozessieren, komprimieren und auch auf kleiner Hardware handelbar machen. Und LERC ist vielleicht ein Beispiel, womit sowas ginge. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Johannes Kröger. Ich bin GIS-Entwickler, Berater, Trainer bei der Ware Group. Die meisten von euch werden uns schon kennen. Wir sitzen in Berlin, in Bonn, Freiburg und jetzt auch relativ neu noch in Hamburg. Ich bin gerade sehr beruhigt, weil ein Tisch gerade angekommen ist in Hamburg noch für mein kleines Büro hier und DHL es geschafft hat, 20 Minuten vor dem Vortrag es zu machen. Also für euch als Tipp nächstes Jahr, wenn es um Live- oder Nicht-Live-Vorträge halten geht, ein Grund, sich dafür die Aufzeichnung zu entscheiden, könnte auch sein, ist irgendwann in der Woche eine Lieferung geplant. Die wird genau dann kommen, wenn der Vortrag ist. Genau, worum geht es heute hier? Ich werde einen Algorithmus vorstellen, der nicht von mir kommt, wo der herkommt, erzähle ich gleich nochmal, mit dem man Rasterdaten komprimieren kann. Ich werde dazu kurz erstmal auch erläutern, was überhaupt ein Raster ist, was Kompression ist. Ich will wirklich versuchen, das auf einem ganz niedrigen Level mal anzufangen heute. Und dann springen wir rein, was dieser LERC oder LERC-Algorithmus ist, wo der herkommt, wie er wirklich auch funktioniert, Schritt für Schritt und was er bringt. Und am Ende noch eine Art Fazit, beziehungsweise die Aufforderung, probiert es mal aus. Das ist schon mal als kleiner Spoiler sozusagen vorher. Rasterdaten an sich sind ja irgendwie Werte, die in einem Raster angeordnet sind. Wir haben Bilder zum Beispiel, wo dann Pixel sind. Pixel haben einen Wert, einen Farbwert oder auch einen Datenwert. Und die ganze Zusammensetzung dann ist ein Raster. Das Ganze kann georeferenziert sein, indem man sagt, vielleicht die eine Ecke, da wissen wir die Koordinate, wir wissen, wie groß ein so ein Pixel ist in der echten Welt. Vielleicht ist es auch noch gedreht. Das heißt, dieser Datensatz kann irgendwie eine echte Verortung haben. Wir können damit eben dann Phänomene aus der echten Welt abbilden. Zum Beispiel eine Geländehöhe, Luftbilder, Zensuswerte theoretisch auch, Windgeschwindigkeiten, irgendwelche Ausbreitungen, was auch immer man sich vorstellen kann als ein räumliches Phänomen. Man kann es theoretisch mit einem Raster abbilden. Wichtigster Punkt wirklich, wir haben irgendwelche Zellen und in diesen Zellen stehen Zahlen drin, die irgendwas repräsentieren, Farben oder auch Messwerte. Ein Raster kann gigantisch groß werden. Es ist nicht ungewöhnlich, damit 10, hunderten Gigabyte herumhantieren zu müssen. Man kann es meistens sehr schön kleine komprimieren, was dann auch meistens noch schneller wird, weil Dekompression manchmal sehr viel fixer ist, als das Ganze vom Datenträger zu lesen. Ich habe da schon mal einen kleinen Blogpost geschrieben bei uns, einfach wo ich motivieren wollte, Rasterdaten oder GeoTIFF-Daten zu komprimieren. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Heute der Algorithmus ist einer, der eigentlich zwischen den Stühlen steht so ein bisschen. Man kann sowohl verlustfrei als auch verlustbehaftet komprimieren. Das ist ein ganz spannendes Feature von diesem LERC. Bevor ich den vorstelle, ein kurzer Blick auf andere typische Kompressionsalgorithmen. Man kennt vielleicht Begriffe wie Deflate oder LZW, wenn man schon mal ein Raster komprimiert hat. Das sind verschiedene Formate, die man eben nutzen kann. Das sind sogenannte LZ-basierte, nach denen die damals irgendwann so einen Algorithmus mal entwickelt haben. Da geht es im Endeffekt darum, sich die ganzen Werte anzuschauen, die ganzen Bits und Bytes im Endeffekt hier drin stecken, und zu schauen, wo finden wir hier Wertfolgen, die sich wiederholen. Wo kommt zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nochmal vor? Da kommt es nochmal, da kommt es nochmal. Dann schreibe ich es mir noch einmal irgendwo hin, setzt euch durch einen kleinen Platzhalter wie eine Art Variable und kann dann da hinten es entfernen. Da fliegen dann zum Beispiel 6 oder 7 Werte sozusagen weg. Stattdessen sage ich, hier kommt das hin, was ich hier im Platzhalter mir gemerkt habe. Das heißt, damit spare ich sehr viel Platz. Da gibt es verschiedene Algorithmen für, hier einige aufgelistet, die sind alle von ganz alt und nichts Besonderes bis super modern und ganz schick, sind ein guter Standard einfach für Kompression und deswegen auch viel in Benutzung und eben verlustfrei. Eine andere Art, die ich auch nachher nochmal wieder erwähnen werde, sind die Run-Length-Encodings. Da schaut man im Endeffekt, was ist der nächste Wert, was ist der nächste Wert darauf folgen, wenn ich jetzt ganz viele Nullen in Folge habe, sagen wir 3000 Nullen stehen da in der Datei drin. Kann ich ja statt den 3000 Nullen da auch einfach sagen, hey, hier kommt 3000 mal eine Null. Wenn du es hier entpackst, mach bitte 3000 Nullen draus. Aber jetzt erstmal sage ich nur, 3000 mal Null soll die drinne stehen. Ist super, wenn die Daten so homogen sind. Ansonsten nicht so spannend. Bei den ganzen Algorithmen geht es immer darum,
ganz grob gesagt, die schauen wirklich Wert für Wert, Zeile für Zeile durch die Daten durch. Das heißt, die schauen quasi in Leserichtung, kann man sich das vorstellen, ist natürlich nicht ganz so, aber gehen ganz dumm da durch und wissen jetzt auch nichts von der nächsten Zeile, was ja eigentlich auch eine räumliche Nachbarschaft wäre, die vielleicht für Kompression genutzt werden könnte. Ne? Vielleicht sind die Werte dort ähnlich zu denen, die ich in der vorherigen Zeile hatte. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Algorithmen, ne? Verlustfreie, verlustbehaftete, JPEG, WebP, Wavelet-basierte und so weiter. Die klammere ich heute mal aus. Es geht eher um den Vergleich zwischen diesen klassischen, typischen verlustfreien Algorithmen und dem LERC. Damit kommen wir endlich mal dazu, was heißt es überhaupt? LERC steht für Limited Error Raster Compression, also eine Kompression für Rasterdaten, wo ich irgendwie einen Fehler reinbringen kann, der aber irgendwie definierbar ist, der limitiert ist. Das heißt, ich kann benutzerdefiniert sagen, wie groß darf der Fehler sein in den Werten. Die Werte sind hier als Z bezeichnet, kann natürlich ein Geländemodell sein, kann auch was ganz anderes sein, meint nur nicht die Koordinaten quasi, sondern dann der Wert, der drin steht. Da kann ich reingehen, dann kann sagen, es soll verlustfrei bleiben, dann würde ich sagen, ein maximaler Fehler darf 0 sein. Oder ich sage, es darf auch 0,1 daneben liegen zu dem Wert, der eigentlich drin war. LERC ist sehr schnell, das ist einer der großen Punkte, das man zu benutzen. Unterstützt auch jeden Datentyp, kann besonders mit hohen Bittiefen sehr gut umgehen, also so Float 64 oder sowas wird sich mit LERC sehr gut komprimieren lassen. Und das Ganze ist eben Algorithmus, der die Nachbarschaften mit anschaut, der guckt in die anderen Zeilen mit rein, ganz grob gesagt. Komme ich gleich im Detail noch zu. Das Ganze kommt ganz böse von Esri. Ist auch noch patentiert. Ganz schlimm, schlimm, schlimm. Nein, Esri war so nett, das Ganze frei zu lizenzieren mit der Apache-Lizenz. Das ist wirklich auch ein USGO-Projekt. Das heißt, man kann da, ohne sich Gedanken zu machen um Patente, wirklich freie Software nutzen. Mittlerweile auch in GDAL und deswegen auch irgendwann in QGIS und so weiter. Also wenn GDAL der Unterbau ist für die Software, die ihr nutzt, wird es auch da irgendwann unterstützt sein. Und damit starten wir mal rein, wie das Ding überhaupt funktioniert. Danach zeige ich ein bisschen mal Ergebnisse. Ich habe hier einige Quellen zur Rate gezogen. Ich bin nicht der Entwickler, im Gegenteil, ich bin nur ein Nutzer, der es spannend findet. Ich habe mir das Patent mal durchgelesen, habe mir ein paar andere Spezifikationen durchgelesen. Ich werde bestimmt Blödsinn erzählen heute, verbessert mich da gerne oder schaut nach, was die Dokumentation da vielleicht auch anders sagt. Vielleicht ist die auch manchmal falsch. Das Ganze ist echt relativ komplex und auch nicht so toll dokumentiert. Aber die Grundlagen sollten stimmen. Also, was macht LERC? LERC teilt das ganze Bild erstmal in Quadrate ein. Es kann da selbst versuchen, sinnvolle Quadrate zu finden und es versucht da, es so einzuteilen, dass möglichst innerhalb dieser Teile das Bild relativ oder das Raster relativ homogen ist, dass da wenig Varianz ist. Das heißt, wenn ein großer See zum Beispiel ein Geländemodell wäre, wäre der ja relativ wenig Wertunterschied. Das wäre alles so um Null vielleicht rum, die Werte. Da könnte dann ein großer Block genutzt werden von LERC. Wenn es irgendwie sehr große Varianz gibt, würde LERC schauen, ah, da mache ich vielleicht kleinere Blöcke. Und dann im Weiteren die Kompression darauf eben zu optimieren. In diesen Blöcken wird dann ganz komplexes Zeug gemacht. Da wird quantisiert, da wird gebitstufft oder bitgestufft, wie auch immer man es nennen will. Da komme ich gleich noch zu, was da passiert. Es versucht, möglichst wenig Bits zu verbrauchen in jedem Block. Leere Pixel, also No Data oder Void Pixel, werden noch anders verwaltet. Komme ich auch gleich noch zu. Und man kann das Ganze, was dann bei LERC erstmal rauskam, auch als eine Art Vorprozessierung sehen und danach noch mit einem anderen Algorithmus drüber bügeln, also nochmal D-Flat oder Z-Standard drüber schieben, um das Ganze noch weiter zu komprimieren. Hat gewisse Einschränkungen, was geht, um die Dateigröße möglichst klein zu kriegen. Damit schauen wir uns mal an, was passiert wirklich ganz konkret, wenn wir ein Raster haben. Ich habe hier ein Beispiel aus dem Patent mal rausgezogen. Das ist jetzt ein 4x4 Block, also quasi von einem großen Raster vielleicht eine kleine Ecke irgendwo mit 16 Pixeln oder 16 Werten. 4x4 Raster angeordnet. Das könnten zum Beispiel Höhendaten sein, irgendwie 1250 Meter so ungefähr hier, mit 4 Nachkommastellen, also super genau. Und vielleicht reicht uns ja eigentlich eine Präzision von einem Zentimeter. Oder wir wissen vielleicht, dass unsere Messung auf einen Zentimeter genau war und der Rest eh nur Rauschen ist, das wir eigentlich gar nicht brauchen. Den komprimieren wir jetzt mal Schritt für Schritt quasi per Hand einmal durch. Im ersten Schritt guckt LERC erstmal, was ist der niedrigste Wert hier drin? Und zieht dann den Wert von allen anderen Werten ab. Das kennt man vielleicht von TurboJSON zum Beispiel auch. Das ist eine super Sache, um quasi Werte relativ zu machen und die Werte auch alle positiv zu machen. Zum Wiederherstellen wird man einfach beides addieren, den minimalen Wert plus eben den Wert, wo es mal abgezogen wurde und kriegt dann die Ursprungswerte wieder raus. Das heißt, LERC schaut erstmal rein,
findet hier die 1222, irgendwas, das ist unser minimaler Wert. Den merken wir uns und dann ziehen wir bei allen anderen diesen Wert eben ab. Ihr seht schon, der Wertbereich quasi, wenn man jetzt sagen würde, von 0 bis 1200 war es vorher, ist jetzt geschrumpft auf irgendwas von 0 bis 55 oder 60 hier. Das ist erstmal nichts Besonderes. Dann kommt aber so ein bisschen Magie von Lerk. Da kommt eine Formel, da wird erstmal, also der Wert, der jetzt rauskam, dieser relative Wert, geteilt durch zweimal den maximalen Fehler, den der Nutzer erlaubt hat. Dann kommt noch eine 0,5 obendrauf und dann wird gerundet. Das heißt, mit dieser magischen Formel, sage ich mal, wird ein gewisser Verlust mit eingebracht und das Ganze wird zu Ganzzahlen umgewandelt. Die haben nicht mehr wirklich viel auf den ersten Blick mit den Ursprungszahlen zu tun. Man kann natürlich rückwärts rechnen und kriegt dann wieder eine andere Zahl wieder raus. In diesem Schritt kommt im Endeffekt dann ein gewisser Wackelbereich, sage ich mal, rein. Der Wert kann ein bisschen geändert werden und im nächsten Schritt wirst du noch weiter weiterverwendet, was hier quasi reingebracht wurde. Das heißt, wir geben vor den maximalen Fehler. In diesem Fall habe ich gesagt, 1 Zentimeter, wenn es hier Meter und Zentimeter sind, 0,01. Teilen die Werte dadurch, also durch zweimal den maximalen Fehler und kriegen dann hier relativ hohe Dezimalzahlen wieder raus. Im nächsten Schritt werden sie hochgerundet, 0,5 wird nochmal draufgelegt, um quasi eine sinnvolle Zahl zu kriegen. Und dann haben wir hier ganzzahlige Werte drinstehen. Hier ist ein bisschen Magie, um da durchzusteigen, was das im Endeffekt bringt. Muss man quasi rückwärts denken im Endeffekt. Aber das ist das, was es einfach macht. Das ist keine komplexe Mathematik. Die Ideen dahinter natürlich, aber an sich das Rechnen ist relativ einfach. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Das ist jetzt bereits das Quantifizieren, wie auch immer. Quantizing heißt es im Englischen. Im nächsten Schritt geht es an die Bits wirklich ran. Jetzt sind es einfach Ganzzahlen und Ganzzahlen lassen sich relativ schön in Bits auch ganz einfach repräsentieren. Zahlen an sich werden ja immer auch im Rechner als Bits, also 0 und 1 repräsentiert. Und die Zahlen sind meistens von einem bestimmten Datentyp, zum Beispiel eine Float 32 oder Int 16 oder sowas. Da steht irgendwas bei, wie viele Bits so ein Datentyp hat und was er repräsentieren soll. Float 32 hieße, ich habe 32 Bit und das soll eine Fließkommazahl sein. Wenn ich 0,01 als Float 32 speichere, brauche ich auch 32 Bit, genauso wie ich sie bräuchte für eine ganz große Zahl. Das heißt, das schaut nicht, was es eigentlich bräuchte, sondern gibt immer diese Gesamtanzahl als Platz zur Verfügung für den Wert. In diesem Schritt wird jetzt Bit-Stuffing betrieben. Bit-Stuffing heißt, wir nehmen von den Bits unnötige weg, wir streichen quasi die Nullen vorne weg, die überall gleich sind vielleicht, und schieben die zusammen in einen großen Haufen von Bits. Hier mal die Werte, die wir eben hatten, dargestellt als 32-Bit-Zahlen tatsächlich. Und wenn man hinschaut, da sind ganz viele führende Nullen. Wenn man durchschaut, sieht man irgendwo, irgendwann kommt eine 1 und Lerks nächster Schritt ist zu schauen, welcher Wert ist denn der größte? Und wo wäre die 1 in diesem Fall am weitesten links in dieser Darstellung? Das ist einfach identifiziert. Und dann kann man mit einer kleinen Berechnung den Logarithmus 2 schauen, wie viele Bits bräuchten wir denn dafür? In diesem Fall sind es 12 Bit. Die 1 ist hier maximal an der 12. Stelle von rechts, hier blau markiert. Das heißt, alle Nullen davor brauchen wir gar nicht, können wir wegschneiden. Und rein visuell sieht man schon, es sind weniger Daten da. Weniger Nullen und Einsen oder weniger Nullen sind sichtbar. Das heißt, wir haben irgendwie komprimiert. Das Ganze mal als dann zusammengestellter String dargestellt, also alle von den Werten hintereinander weggeschrieben einfach hier. Das oben ist quasi die Ursprungsform. Das hier unten dann das, was rauskam nach diesem Quantizieren und nach dem Zusammenstopfen dieser Bits. Sieht sofort, es ist weniger geworden. In diesem Fall haben wir eben nicht mehr 32-Bit je Wert gebraucht, sondern nur noch 12-Bit. Also ungefähr 40% der Originalgröße jetzt hier im Ergebnis. Also diese Schritte vorher, dieses Fehler einbringen und runden und dann eben wegschneiden von den unnötigen Bits, das ist das, was bei Lerk dann die Kompression ausmacht, die eben verlustfrei sein kann oder auch mit Verlust. Das Ganze wird eben durchgeführt je Block. Das heißt, am Anfang dieser Schritt mit den relativen Werten hängt immer davon ab, was eben in dem Block ist. Je ähnlicher die Werte dort sind, desto kleiner werden diese Werte, desto weniger Bits brauchen wir im späteren Verlauf. Und dank der räumlichen Nachbarschaft, tobt das erste Gesetz,
die Werte, die benachbart sind, sind meistens relativ ähnlich. Und deswegen guckt LERC eben am Anfang nach, wie teile ich es am besten ein, wie homogen können meine Blöcke sein und macht dann entsprechende, möglichst homogene Blöcke daraus. Das Ganze passiert magisch im Hintergrund, hat nichts jetzt mit Geotiff-Kacheln oder sowas zu tun. Das ist nochmal eine Stufe tiefer. Das ist die Hauptidee von LERC. Was noch dazu kommt, eben waren so ein paar Pixel leer, die waren void markiert, also No-Data-Pixel im Endeffekt. Die würden ja verschwinden, wenn ich die ganzen Werte zusammenschieben würde und das irgendwie keinen Wert mehr hätte. Das heißt, die werden im Vorprozessierungsschritt schon mal in der binären Maske verwaltet. Es wird einfach geschaut, wo ist ein Wert, wo ist kein Wert. Dann wird geschaut, wie viele Werte sind davor oder sind ohne Wert, welche sind mit Wert. Also eine Run-Length-Encoding wird gemacht, was einfach da sehr schnell und sehr effizient durchgehen kann. Und das wird einmal als eine Maske abgespeichert, was dann später beim Wiederherstellen von den Daten genutzt wird, um zu schauen, ich habe in diesem Block 7 Pixel, die kann ich wieder extrahieren aus diesem zusammengestopften Bithaufen und ich weiß, wann ein valider Wert da ist, da schiebe ich es dann rein und ich weiß, welche Pixel eben leer gelassen werden müssen. Hier nochmal als Beispiel wirklich auch. Wir hatten diese 4 leeren Pixel. Das kann ich binär auch so darstellen, die einen sind valide, die anderen nicht. Und daraus kann ich mit so einem Run-Length-Encoding durchzählen einfach, wie oft habe ich einen Wert, wie oft habe ich keinen. Und dann hier als für uns lesbare Darstellung quasi 8-mal ein richtiger Wert, ein falscher und so weiter. Die beiden Aspekte machen LERC im Endeffekt aus. Zum einen die Pixel, die wir nicht brauchen, werden speziell gesondert und die anderen werden eben möglichst platzsparend zusammengestopft mit dieser Vorprozessierung. Ich habe schon gesagt, man kann obendrauf noch eine weitere Kompression machen mit DFLAT oder Z-Standard zum Beispiel in GDAL. Ist halt ganz gut, macht die Daten nochmal kleiner, wird wahrscheinlich aber auch erstmal nur in GDAL funktionieren. Das heißt, da wirklich aufpassen, vielleicht wird es woanders überhaupt noch nicht gehen. Ja, was kommt dann raus? Ich habe hier mal ein extremes Beispiel genommen, wieder im Geländemodell, weil es irgendwie am schönsten sichtbar ist. Links mal verlustfrei, SRTM-Daten, 30 Meter Pixelgröße und ich glaube auf ein sind es Zentimeter oder Dezimeter oder auch vielleicht nur Meter, also eine relativ doch gute Auflösung quasi in der Höhe. Und rechts habe ich mal gesagt, LERC, du darfst hier ruhig 10 Meter Fehler reinbringen, wenn du damit besser komprimieren kannst. Man sieht jetzt sehr schön, dass LERC eben anfängt, das Ganze dann so plateauartig zu komprimieren. Ich habe jetzt, wie gesagt, einen großen Wert ihm erlaubt. Kann Blödsinn sein für viele Anwendungsfälle. In diesem Fall war es mal als visuelles Beispiel gedacht. Und die Werte werden dann eben so hin und her geschiftet, dass sie möglichst wenig Unterschied haben und dementsprechend wird das Ganze plateauartig. Wenn ich jetzt 0,1 genommen hätte, wäre es quasi verlustfrei natürlich, dann wäre der Datei aber auch größer geblieben. Anderes Beispiel dann nochmal im Profil, hier einfach ein Deich auf einer Werk. Ich habe hier mal ein paar Linien, also ein paar Profile übereinander gelegt, sieht man jetzt bestimmt nicht so gut im Stream. Also grün wäre das Original, blau wäre mit einem Zentimeter Fehler. Pink wäre 10 cm und rot ist 1 Meter erlaubter Fehler. Die eigentlichen Werte waren bei 1 cm. Man sieht eben wirklich hier bei dem Meter, es kann hin und her schieben, je nachdem, was eben erlaubt ist, um den Wert, der eigentlich an dem Pixel ist. Und weil es eben die räumlichen Blöcke prozessiert, werden dann kleine Plateaus drauf. Das soll nicht Angst machen, sondern bewusst machen, was passiert. In diesem Fall mit 0,1 komprimieren. 0,01 komprimieren wir natürlich sehr nah an den Ursprungsdaten. Dementsprechend gehen die Plateaus dort nicht so. Kein Vortrag ohne Benchmarks. Ich habe mich da jetzt eher auf ein paar bezogen, die schon mal gemacht wurden. Wie schnell ist es, wie gut ist es, wie klein wird es auch? Es gibt zum einen von Esri quasi offizielle Benchmarks mit dem Repo von LERC. Die sind schon jetzt 5, 6 Jahre alt, haben damals auch nur mit LZW verglichen, nicht mit Z-Standard. Deswegen ist es da sehr gut abgeschnitten. LERC ist sehr schnell, auch im verlustfreien Modus, besser als zum Beispiel LZW. Ist aber, wie gesagt, ein bisschen älter und nicht so aussagekräftig. Auf GPX.z.io gibt es tolle Artikel, zum einen zur Funktionsweise, als auch ein paar Benchmarks oder ein Benchmark mit einem DGM-Raster auch. Sagt auch, ist toll, sagt aber auch, Z-Standard ist eine starke Konkurrenz, also ist fast genauso gut in vielen Fällen, wenn es verlustfrei sein soll. Hat witzigerweise kaum Unterschiede gesehen mit weiterer Kompression, was ich nicht bestätigen kann. Coco Alberti hat auch einen kleinen Ausblick mal gemacht. Sein Fazit eher, ja, probiert es mal aus, ist ziemlich cool. Meine Benchmarks waren sehr durchwachsen. Mein GDAL scheint ein bisschen zu spinnen gerade. Ich zeige euch noch eine Folie mit ein paar Zahlen, danach bin ich dann auch am Ende.
Ich werde auf der Phosphor-G wahrscheinlich noch ein bisschen weiter darauf eingehen können. Dann werde ich noch mal mehr auf die Auswirkungen auch eingehen. Genau, das zeige ich noch mal schnell hier. Ich habe ein paar Daten mal durchprozessiert. Einfach mit den Standardeinstellungen für die klassischen Algorithmen, also LAG, DFLAG und Z-Standard. Mit dem horizontalen Prädiktor. Also der schaut dann noch mal besser, was auch die Nachbarschaften nebenan quasi sind, aber nicht in 2D. Und LAG hier mal mit dem maximalen Fehler in der Art, was die Daten als Präzision eigentlich schon hatten. Ein DGM von Hamburg hat eine Auflösung von ungefähr einem Zentimeter in der Höhe, zumindest ist soweit die Präzision im Datensatz. Und man sieht hier mit LAG, kann man wirklich, wenn ich sage, es darf einen halben Zentimeter sich hin und her wackeln, kommen wirklich die kleinsten Raster mit bei raus. Und LAG ist sehr schnell, wie gesagt. Die Zahlen und die Geschwindigkeit habe ich jetzt ausgeklammert, aber es ist auch wirklich nicht lange, was es da prozessiert. Eine Landsatzszene, ich kann auch Bytes damit komprimieren. Ebenfalls LAG mit sehr kleinen Daten am Ende bei. Das heißt, es lohnt sich definitiv mal reinzuschauen. Und Benchmarks muss man immer selber machen. Die eigenen Daten sind immer anders. Das weiß auch Esri. Ja, Fazit. Es kommt drauf an, wann sich es lohnt, wann sich es nicht lohnt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zeigen, wie einfach der Algorithmus eigentlich intern ist. Ich glaube, um ihn zu verstehen und auch nachzuvollziehen, warum es so funktioniert, ist es komplizierter, aber an sich ist es eigentlich nur einfache Mathe. Ich würde sagen, probiert es mal aus, spielt damit rum, testet es mal. Vielleicht entgeht halt auch noch ein paar Bugs drin, die mir jetzt auch gerade in die Quere gekommen sind. Verbessert die Dokumentation, das ist ein Community-Projekt, das heißt, alle können daran mitarbeiten, theoretisch. Ich werde auch ein paar Dinge da noch anmerken, hoffe ich. Und ansonsten, genau, viel Spaß mit LAG. Ja, danke Johannes für den Vortrag. Das hört sich ja spannend an. Da kann man mal wieder, hat man wieder was zum Rumprobieren und also auch seine eigenen Daten anwenden und schauen, wie man damit so zurechtkommt und ob das einem hilft. Wir haben jetzt eine Frage hier von den Zuschauern. Kann LAG bei Farbmultispektraldaten auch die Korrelation zwischen den Kanälen benutzen oder ist das in jedem Band alleine? Weiß ich nicht direkt. Es hat sich relativ stark geändert, das Format auch im Laufe der Zeit. Es ist schon die dritte Version, glaube ich, draußen. Die kann auf jeden Fall auch, das heißt ja Interleave oder nicht Interleave oder sowas, wo man quasi die Bits verschiedener Kanäle nebeneinander legt. Das kann es irgendwo, ich weiß nicht genau, in welchem Schritt es das machen würde. Also ich gehe davon aus, dass zumindest der Gedanke auch bei Esri natürlich im Hinterkopf ist. Deswegen, ja, mal ausprobieren, mal angucken, was passiert. Ich kann mir sehr gut denken, dass es schon funktionieren wird. Okay. Wie definiert man eine Fehlertoleranz in Metern für RGB-Werte, zum Beispiel bei einem Luftbild? Ja, super Frage. Genau, die Fehlertoleranz wird nicht in Metern definiert. Das ist einfach eine Toleranz in den Einheiten der Daten. Ein Farbbild sind im Endeffekt ja meistens Bytes oder auch eine größere Anzahl, eine größere Farbtiefe. Beim Byte wäre eben 0 bis 255 je Farbkanal. Das heißt, da wäre dann meine Einheit Farbmenge in dem jeweiligen Kanal. Und ich könnte sagen, die Farbmenge darf eben einen Fehler haben um 1, 2, 3, 4, 5 oder was ich mir da vorstellen kann. Kleiner als 1 kann es nicht werden in diesem Fall. Ich könnte sagen, das darf ein bisschen mehr Rot, ein bisschen weniger Gelb drin sein, theoretisch. Dann kommt eben was raus, was ein bisschen aussieht wie, wenn man in einem Grafikprogramm, wie nennt man das, palettisiert, also quasi die Farbtiefe ein bisschen reduzieren würde. Es würden weniger Informationen da sein für Farbverläufe, sage ich mal ganz grob gesagt. Es würden dann eher auch Plateaus in den Farben sichtbar werden. Aber auch da geht es. Und der Z-Error, Z ist ein bisschen ein doofer Begriff dafür, meint wirklich nur die Dimension, in dem der Wert vorliegt. Ja, das heißt, das muss dann jeder wieder in seiner Anwendung ausprobieren, mal wie es denn mit den Daten funktioniert, die man so hat. Aber es scheint ja schon so, dass die Hauptkomprimierung daher kommt, dass man oder die neue, was es jetzt im Gegensatz zu anderen Verfahren hat, wenn man Daten hat, wo man diese Z-Toleranz hat und wo man
da ein bisschen flexibel ist und dass man es da besonders gut einsetzen kann. Jetzt habe ich noch eine Frage zu diesen Blocks. Also das war so ein bisschen unklar für mich jetzt, wie entschieden wird, welche Blocks da verwendet werden. Gibt es da mehrere Algorithmen, die man sich aussuchen kann, oder gibt es da immer den gleichen Algorithmus, der das magisch rausfindet? Wie geht das? Genau, soweit ich weiß, lag das magisch, also schaut quasi wirklich nach, wie groß da die maximal gebrauchte Bittiefe, glaube ich, wäre. Also schaut sich schon die Werte einmal an, schaut sich, was die an sich schon für eine Menge an Informationen drinstecken haben und schaut dann relativ eben, wie groß die Varianz in dem jeweiligen Block drin ist. Das ist nicht so ganz beschrieben, leider. Das heißt, das ist wirklich ein Detail in der Implementation dann. Okay, aber die GEDA-Leute müssen es ja irgendwie implementiert haben. Also offensichtlich kann man das... Die haben es kritisch eingebunden, glaube ich, nur. Also die ist da direkt mit im Repo drin. Ach so, okay. Man könnte es da rauslesen, genau. Ja. Aber das macht Lerk für uns automatisch im Hintergrund, soweit ich weiß. Gut. Ja, jetzt sehe ich keine weiteren Fragen. Dann sind wir durch. Vielen Dank, Johannes.